ihr Lieben, schön, dass ihr auf meinen Kanal gefunden habt. Ich habe heute für euch wieder ein neues Gruselvideo. Und in diesem Video geht es nicht um einen bestimmten Ort, an dem es spukt. Es geht auch nicht um verschiedene verfluchte Puppen. Es geht um genau einen Geist, nämlich um den Geist von der Brown Lady von Rainham Hall. Was an diesem Geist so besonders ist, ist, dass es unter anderem ein Foto von ihr geben soll, das sehr, sehr berühmt geworden ist. Aber was es damit auf sich hat, das erfahrt ihr dann gleich in dem Video. Ich wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Zusehen. Los geht's! Erst einmal zu dem Ort, an dem sich der Geist aufhalten soll. Rainham Hall. Es ist ein Country House, das in Norfolk in Großbritannien steht. In Auftrag gegeben wurde der Bau von Sir Roger Townsend. Und noch heute befindet sich das Gebäude im Familienbesitz der Familie Townsend. Momentan gehört es Charles Townsend, dem 8. Marquess von Townsend. Also wirklich jahrhundertelange Familiengeschichte, die da in dieses Gebäude mit reinspielt. Und auf diese Familiengeschichte schauen wir jetzt auch, wenn es um den Geist der Brown Lady geht. Es wird gemeinhin gedacht, dass es sich bei dem Geist um den von Lady Dorothy handelt. Geboren wurde sie als eine Walpole und sie war die Schwester von Robert Walpole, der in die Geschichte eingegangen ist als so ziemlich der erste Prime Minister von Großbritannien. Geboren wurde sie am 18. September 1686 als das 13. Kind von Robert Walpole und Mary Burwell. Kommt da nicht durcheinander, Robert Walpole war ihr Bruder und ihr Vater, das war nicht die gleiche Person. Das war einfach nur damals eben so Tradition, wie es ja heute noch in manchen Familien so ist, dass der Sohn nach dem Vater benannt wurde. Am 25. Juli 1713 heiratete die schöne Lady Dorothy dann Lord Charles Townsend, den 2. Viscount von Townsend. Sie war seine zweite Ehefrau und Charles Townsend war dafür bekannt, dass er sehr schnell starke Wutausbrüche bekommen konnte, dass er sehr jähzornig war und das musste Lady Dorothy dann leider auch zu spüren bekommen. Laut der Legende hatte Lady Dorothy schon vor ihrer Ehe eine Affäre gehabt mit einem Lord Wharton, der wohl dafür bekannt war, dass er ein ziemlicher Frauenheld war und die Damen sehr, sehr schnell um den Finger gewickelt hatte. Und auch Lady Dorothy soll ihm zum Opfer gefallen sein. Aber auch während ihrer Ehe hatte sie wohl noch eine Beziehung zu diesem Mann. Und das hat ihr Ehemann dann irgendwann herausgefunden. Und ich habe euch ja schon gesagt, dass er sehr jähzornig war. Das Ganze hat nicht besonders gut für Lady Dorothy geendet. Doch nicht nur Lord Townsend hatte Informationen bekommen über die Affäre seiner Ehefrau, nein, die Frau von Lord Wharton, also von Lady Dorothys Affäre, hatte ebenfalls davon Wind bekommen und hat dann zusammen mit ihrem Ehemann einen Plan geschmiedet, um Lady Dorothy ihrer Tat zu überführen. Und ihr Ehemann hat sie dann wohl eingesperrt in Rainham Hall und sie musste ihr Leben lang dort verbringen. Er hat sie nicht mehr rausgelassen, sie durfte niemanden mehr besuchen, sie durfte auch keine Besucher empfangen und sie durfte vor allem ihre Kinder nicht mehr sehen. Und das war wohl das Allerallerschlimmste für sie. Was die Todesursache von Dorothy angeht, da gibt es ganz viele verschiedene Versionen, was passiert sein soll. Manche Leute sagen, ihr Ehemann hat sie umgebracht oder sie verhungern lassen. Aber die allgemein gültige Version ist eigentlich, dass sie am 29. März 1726 wohl an den Pocken gestorben sein soll in Rainham Hall und dann auch beerdigt wurde. Aber ihre Seele soll nie so richtig Ruhe gefunden haben. Die erste Sichtung der Brown Lady soll 1835 auf einer Party in Rainham Hall stattgefunden haben. Der damalige Lord Townsend hat sehr, sehr viele Adelige und Freunde und Bekannte eingeladen nach Rainham Hall, um mit ihm dort Weihnachten zu feiern. Und sie haben dort dann auch übernachtet, hatten dort ihre Räumlichkeiten und unter anderem soll dort auch ein Colonel Loftus Unterschlupf gefunden haben und dort auf dieser Party gewesen sein und ein weiterer Gast mit dem Namen Hawkins. Beide haben dann später berichtet, dass sie eines Abends die Brown Lady gesehen haben wollen, auf dem Weg zu ihren Schlafzimmern. Sie ist ihnen sehr, sehr seltsam vorgekommen, weil sie eben dieses alte braune Kleid anhatte, das schon damals 1835 nicht mehr in Mode war und es kam ihnen sehr, sehr seltsam vor. Und sie schwebte wohl auch so etwas über den Boden, sodass sie sich dann recht sicher waren, dass was sie gesehen hatten, nicht ganz menschlich war. Später will er den Geist dann auch noch einmal gesehen haben und dieses Mal, sagt er, hat er ganz genau gesehen, dass die Dame in diesem braunen Kleid keine Augen hatte. Ihre Augenhöhlen waren leer und schwarz
und seelenlos. Und als er das dann in Rainham Hall herum erzählt hat, sind wohl recht viele Leute abgereist und unter anderem haben wohl auch Bedienstete dann ihren Job gekündigt, weil sie solche Angst hatten vor der Brown Lady. Schon ein Jahr später, 1886, wurde die Brown Lady noch einmal gesehen, diesmal von Captain Frederick Marriott. Und er kam extra nach Rainham Hall, um sich das Ganze anzugucken, um der Sache mit der Brown Lady einmal auf den Grund zu gehen. Denn er hatte die Theorie, dass dort Verbrecher, Kriminelle in der Gegend waren, ohnehin in der Gegend rund um Rainham Hall, und dass die dieses Gerücht gestreut hatten oder vielleicht sogar jemanden verkleidet hatten, der als Brown Lady da durch die Flure ging, um Leute von Rainham Hall fernzuhalten. Möglicherweise auch, um eben ungestört als Brown Lady, als von allen gefürchteter Geist, durch Rainham Hall zu gehen und dort dann verschiedene Dinge zu klauen. Captain Frederick Marriott hat sich also dort einquartiert in Rainham Hall und er hat den Haunted Room bekommen. Den Raum, in dem Lady Dorothy am meisten spuken sollte, und der Raum war wohl auch komplett vollgehängt mit Gemälden, unter anderem mit einem Gemälde von Dorothy. Er hat in Rainham Hall 3 Nächte verbracht und er war wohl so überzeugt davon, dass es sich dabei um echte Menschen handelte, die dort einfach ihr Unwesen trieben in Rainham Hall, dass er die ganze Nacht eine Waffe unterm Kopfkissen hatte, für den Fall, dass sich jemand in sein Zimmer schleichen sollte. Die ersten 2 Nächte ist allerdings absolut nichts passiert. Er hat nichts gesehen und nichts gehört. Und dann in der 3. Nacht hatte er sich gerade schon fürs Bett fertig gemacht, hatte schon sein Schlafhemd an. Und dann kamen 2 junge Männer herein, die auch in Rainham Hall übernachteten, die er auch kannte. Und sie konnten nicht schlafen und sie haben ihn gefragt, ob er nicht mit rüber in ihr Zimmer kommen wolle und sich eine neue Waffe ansehen wolle, die sie gerade erworben hatten. Er sagte zu und ging dann mit den beiden rüber in ihr Zimmer und hat sich dann da wohl die Waffe angeguckt. Und nach einer Weile, als sie damit fertig waren, sind sie dann alle zusammen wieder zurück in Richtung seiner Gemächer gegangen. Und auf dem Weg zurück durch den dunklen Flur sahen sie dann Kerzenschein auf sich zukommen. Sie sahen, dass ihnen da jemand entgegenkam von Weitem. Und sie waren dann relativ schnell der Überzeugung, dass das vielleicht ein Dienstmädchen war, eine junge Frau auf dem Weg zurück zu den Schlafquartieren der Dienstmädchen. Und da Captain Marriott ja schon sein Schlafhemd anhatte, war ihm das Ganze sehr unangenehm. Er wollte der Dame nicht direkt über den Weg laufen. Und er ist dann zusammen mit den beiden jungen Männern in einen Raum zur Seite ausgewichen. Und sie haben dann etwas durch die Tür geschaut, um zu sehen, wer da jetzt gerade an ihnen vorbeigeht. Und die Person kam immer näher und immer näher und immer näher. Und auf einmal stand eine Frau in einem braunen Kleid vor der Tür. In einem sehr altertümlichen braunen Kleid. Und mit einem Mal drehte sie sich, so Captain Marriott, zu der Tür und sah mit ihren schwarzen Augenhöhlen direkt in die Richtung der 3 Männer. Direkt zu dieser Tür. Sie wusste, dass sie da waren. Sie soll dann auf einmal unglaublich böse und hinterlistig gegrinst haben. Und daraufhin hat Captain Marriott dann seine Waffe rausgeholt, die er natürlich immer dabei hatte, weil er davon ausging, dass sich Verbrecher in der Nähe von Rainham Hall aufhielten. Und er hat der Frau direkt ins Gesicht geschossen. Und sie hat sich aufgelöst. Es war keine Verbrecherin, keine Kriminelle. Es war niemand, der verkleidet war. Es war, so hat er das später dann auch seinen Kindern erzählt und so hat seine Tochter es dann später wiedergegeben, der Geist der Brown Lady. Er hat hinterher gesagt, dass sie tatsächlich genauso aussah wie das Gemälde von Lady Dorothy, das in seinem Zimmer hing. Seit dieser Begegnung wollen sehr, sehr viele Leute die Brown Lady in Rainham Hall gesehen haben. Ein anderer Bericht ist zum Beispiel von 1926. Da sagt die damalige Lady Townsend, dass ihr junger Sohn beim Spielen zusammen mit einem Freund auf einmal zu ihr gerannt kam und ihr berichtete, er hätte die Brown Lady am Treppenabsatz stehen sehen. Er hat sie erkannt, weil auch er sich das Bild im Haunted Room angeguckt hatte und er und sein Freund waren der festen Überzeugung, dass es Lady Dorothy war. Doch die berühmteste Sichtung der Brown Lady mit Abstand war am 19. September 1936. Und von diesem Datum stammt auch das berühmte Bild der Brown Lady. Es gab ein Fotoshooting für das Country Life Magazine in Rainham Hall. Sie haben verschiedene Aufnahmen gemacht von der Landschaft, von dem Gebäude an sich und eben auch von der Treppe in Rainham Hall.
Und ein Foto hatten sie wohl schon gemacht und sie haben sich gerade fertig gemacht, noch ein zweites Foto von dieser antiken Treppe zu machen. Und in dem Moment behaupten der Fotograf und sein Assistent, dass eine seltsame Wolke in Form einer Person sich langsam die Treppe hinunter bewegte. Und in dem Moment haben sie dann ganz, ganz schnell ein Foto gemacht. Und das Foto, das dabei entstanden ist und um das es jetzt viele Spekulationen gibt, nach wie vor, zeige ich euch jetzt. Auf dem Foto ist tatsächlich etwas zu sehen, das auf der Treppe zu schweben scheint. Bei genauerem Hinsehen könnte es tatsächlich die Silhouette einer Frau sein. Vielleicht tatsächlich die Brown Lady. Aber nachdem das Foto veröffentlicht worden war, gab es natürlich auch viele Leute, die angezweifelt haben, wie authentisch das Foto tatsächlich ist. Es gibt verschiedene Theorien dazu, wie sie dieses Foto erzeugt haben, denn auf dem Negativ soll zu sehen sein, dass es wirklich das passende Negativ zu dem Foto ist. Das heißt, da wurde nicht irgendwie dran rumgespielt oder das Foto wurde nicht irgendwie verändert. Aber viele Leute sagen, das ist gar nicht nötig, um so ein Bild quasi zu faken. Manche haben die Theorie, dass sie etwas auf die Linse geschmiert haben, damit man eben dann am Ende da diesen Fleck auf der Treppe hat. Andere sagen, dass es sich vielleicht hier um einen Fall von Mehrfachbelichtung handelt, dass vielleicht jemand mit einem Laken tatsächlich die Treppe heruntergegangen ist und sie mit verschiedenen Tricks mit Belichtung es so haben aussehen lassen, als wäre das irgendwie eine durchsichtige Person, die sich dort auf der Treppe befindet. Andere Leute finden, dass diese Figur auf der Treppe sehr so aussieht wie eine Maria-Statue und dass man vielleicht das Bild einer Maria-Statue genommen hat und das da irgendwie drüber gelegt hat. Also es gibt ganz, ganz viele Theorien dazu. Aber ich werde euch unten natürlich auch noch Links in die Infobox packen und da könnt ihr euch dazu noch ein bisschen weiter informieren und euch das Foto vielleicht noch länger und genauer anschauen und mir mal sagen, was ihr dazu meint. Ja, wie gesagt, Rainham Hall ist immer noch im Familienbesitz. Es gibt auch heute noch Führungen durch das Gebäude. Allerdings sind das wohl keine Geisterführungen, sondern einfach eben Führungen durch das Gebäude. Es ist ja ein sehr historisches Gebäude und über das Gelände. Es hat eine sehr, sehr reiche Geschichte, da es eben schon seit Jahrhunderten dort steht. Aber ich habe gelesen, dass man keine Fotos machen darf während dieser Führungen. Glaubt ihr, das hat was mit der Brown Lady zu tun oder glaubt ihr, das hat eher andere Gründe? Würde mich mal sehr interessieren. Falls ihr die Möglichkeit hättet, ihr habt sie nicht, aber falls ihr sie hättet, würdet ihr in Rainham Hall in diesem Haunted Room übernachten? Würdet ihr nachts da mal durch die Flure gehen oder vielleicht sogar ein Foto machen von der Treppe? Oder ist euch das eher zu gruselig und ihr würdet da lieber von Abstand nehmen? Oder haltet ihr die ganze Geschichte einfach nur für komplett ausgedacht? Aber wie erklärt ihr euch dann, dass sich die Legende so lange gehalten hat? Über Jahrhunderte? Würde mich auf jeden Fall mal sehr, sehr interessieren. Schreibt alles gerne unten in die Kommentare. Ich hoffe sehr, das Video hat euch gefallen. Wenn dem so ist, dann gebt ihm gerne einen Daumen nach oben. Wenn ihr es noch nicht getan habt, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr diesen Kanal abonniert, um ein Teil dieser Community zu werden und kein Video mehr zu verpassen. Und ich hoffe sehr, wir sehen uns alle beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dahin. Ciao.